Hey, schönen guten Morgen, Elbkick TV, kommt rein. Ah, hier, Chef und Chefin schon mal gleich vor Ort. Ja, das ist hier unser Büro. Hier gehen so die ganzen Anrufe der Eltern und der Vereine ein, die werden dann hier dementsprechend bearbeitet. Ja, Nicole ist ja so ein bisschen die gute Seele im Büro hier. Ja, sie nimmt hier so, wie gesagt, die ganzen Telefonate von den Vereinen, von den Eltern entgegen. Ja, steht mit Rat und Tat zur Seite, gibt halt dementsprechend da Auskünfte über die Camps, über die Termine, über die Standorte. So, dann haben wir hier aber noch ein paar andere Experten. Moin ihr beiden. Hallo, moin. Ja, Thomas, Ramona. Ja, hier gehen auch die Telefonate ein, stehen mit Rat und Tat zur Verfügung, was Termine angeht. Thomas macht so ein bisschen die Internetpräsenz, Ramona macht dann halt so ein bisschen ja, das Wohlwill der Trainer, Booking der Hotels. Und jetzt fahren wir Ende Januar auch mit den ausgewählten Fußballern und mit den Partnervereinen nach Madrid. Das macht sie dann alles, das läuft alles über ihren Schreibtisch, ja, damit wir dann auch vernünftig untergebracht werden. So, komm, gehen wir weiter. Ja, altbekanntes Gesicht wahrscheinlich für die Hamburger Amateurszene, Jean-Pierre Richter. Ja, wie ihr seht, das ist so ein bisschen hier so auch die Produktionsstätte, hier unser Plotter. Da werden dann halt die Namen und die Nummern auf die Trikots geplottert, so wie ihr das hier so dementsprechend seht, mit Namen und Nummer. Ja, dann hier halt so ein bisschen die Lagerware, die noch so ein bisschen jetzt, ja, die Restware, die noch liegen geblieben ist. Okay, komm, gehen wir mal weiter. Ja, hier ist das Büro eigentlich von Stefan, aber er hat wahrscheinlich im Moment anderweitig ein paar Sachen abzuarbeiten. Ja, hier unsere Deutschlandkarte, wo ihr seht, wo wir im nächsten Jahr überall vorhaben, unsere Fußballcamps durchzuführen. Ist, glaube ich, so eine ganze Menge. Sieht ganz gut aus. Inzwischen angekommen. Hey, cool. So, komm, dann gehen wir mal kurz weiter in mein Büro. Ja, das ist hier mein Arbeitsplatz. Klein, aber fein. Ja, mein Bereich ist dann dementsprechend, ja, ich mache ja auch so ein bisschen in den Camps den Campleiter und den Trainer vor Ort. Ja, und jetzt in der fußballfreien Zeit kümmere ich mich halt um, ja, betreue halt die Vereine, unsere Partnervereine, akquise neue Vereine. Ja, dementsprechend habe ich jetzt ja auch noch ein bisschen was mit dem Niendorfer Hallenturnier was zu tun, was ja dann auch nochmal stattfinden wird. Ja, und ja, fällt immer was an und dementsprechend habe ich immer ein bisschen was zu tun. So, komm, ich mache dir noch kurz die Tür auf. Wir müssen hier wieder ein bisschen arbeiten jetzt. Und ich hoffe, es hat ein bisschen Spaß gebracht. Ihr habt ein bisschen Eindrücke gewonnen. Und dann bis zum nächsten Mal. Guten Rutsch.